Hallo, meine Lieben. Bevor es hier direkt nach dem Intro mit dem Video losgeht, habe ich eine kleine Bitte an euch. Wenn euch das Video gefällt, dann zeigt es mir doch am besten, indem ihr einfach einen Daumen nach oben da lässt. Gefällt euch das Video nicht? Kein Problem. Zeigt es mir, indem ihr einen Daumen nach unten da lässt. Und dann am besten die Kommentarfunktion benutzen und einmal ganz kurz schreiben, was hat euch nicht gefallen? Damit ich natürlich für euch ein viel besseres Content erstellen kann. Und das ist dann natürlich für euch am besten, oder? Genau. Und eine weitere Bitte, wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn doch bitte, denn derzeit sind es 65,7% der Zuschauer, die die Videos bei mir gucken, auch öfter gucken, die haben den Kanal nicht abonniert. Und das ist natürlich sehr schade, denn damit könnt ihr mich am meisten unterstützen. Also, immer dran denken, Daumen nach oben, Daumen nach unten und Abo. Vielen Dank und nun viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vikings War of Clans. In dem Video will ich euch mal kurz zeigen, wie man mit einem Teil im CVC den ersten Punkt machen kann. Und zwar, derjenige, der angreifen wird, der wird hier einfach mal auf Einnehmen klicken, bereitet schon mal einen Angriff vor. Und jetzt kann Hall das gleiche Teil wie eben nochmal einnehmen. Und dann wird irgendwann der Gegner angreifen und in dem Moment schicke ich meine Truppen los. So, Hall ist jetzt in diesem Teil drinne, wo ich den Angriff vorbereitet habe. Mal gucken, ob er da jetzt angreift. Und wenn es rot ist, direkt absenden. Mal gucken. Wir machen jetzt mal nur T3. Haben abgesendet und bam, damit haben wir den. Und haben wieder 3 Millionen gekillt. Ja, perfektes Timing. So, wir selbst haben nur 123.000 verloren. Der Gegner hat 2,4 Millionen verloren. Wenn man das jetzt natürlich hochrechnet, verlieren T3er oder geben T3er das Vierfache an Punkte. Das heißt, die 125.000 mal 4 sind 500.000 T1 Kills. Und wir haben eben fast das Fünffache gemacht. Das heißt, so könnt ihr dann im CVC den ersten Punkt ganz einfach und sicher gewinnen, sobald der Gegner euer Teil angreift. Und ja, das ist so die einfachste Variante, den ersten Punkt, oh, jetzt hat er Schild an, im CVC einfach zu generieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist natürlich sehr, sehr kurz und natürlich, wenn ihr auch da keine Probleme oder Fehler macht in Sachen einfach den Gegner stumpf angreifen und so weiter und so fort, solltet ihr mit diesem Hit dann einfach das komplette CWC lang den Punkt behalten. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar und einen Gefällt mir-Button da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben.